Was für Wahnsinnsschuhe. Geile Schuhe, und mit diesen Schuhen starten wir in den neuen Vlog, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist schon wieder Spieltag gegen Hannover 96-2. Hinspiel 3-2 gewonnen. Wichtiges Ding, heute wollen wir wieder 3 Punkte. Was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, ich werde gezwungen, 11 Kilometer zu wandern, spazieren zu gehen. 6 Kilometer haben wir schon. Ja, ist super. Um 18 Uhr, einen Tag vorm Spiel, machen wir mal. Aber ist kein Problem. Was sagt ihr dazu? Danach habe ich mir Dominus auf jeden Fall verdient. Es ändert sich nichts. Es wird die gleiche Bestellung wie immer, auch wenn wir jetzt verloren haben. Das ist kein Grund, irgendwas zu ändern. Also Freunde, ich lade jetzt zu Ende. Mit den sexy Schuhen. Mit den sexy Tretern. Und dann knall ich mir Dominus in den Rachen. Guckt euch an, Leute, das Essen Gewinner. Das Essen Gewinner. Schmier ich mir gleich alles so in den Hals. Vor mir wollte wieder einer drängeln. Ich war vorhin da. Die Frau sucht meine Bestellung. Hebt so ein paar Sachen hoch. Das sieht nach meiner Bestellung aus. Hey. Ganz hinten, letzte Reihe. Fuck, komm, na. Sauer auf ihn. Jetzt geht's nach Hause. Knall ich mir alles rein. Und dann sehen wir uns morgen. Am Haus. Ho, 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 ho. Die sieht so gefährlich aus, Freunde. Und ich habe Sabber im Maul. Sieht auf jeden Fall genüsslich aus. Gönnen Sie sich. Okay, jetzt Serie gucken, Ruhe. Serie gucken, bis morgen. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist soweit, Spieltag, Heimspiel gegen 96-2. Wir sind unterwegs, wir dribbeln los, drehen unsere Runde, dann geht's wieder nach Hause, dann gibt's Frühstück. Ja, Hinspiel haben wir in der Nachspielzeit glücklich gewonnen. Sollte dies heute wieder der Fall sein, nehme ich das so mit. Aber jetzt geht's erstmal rund, dann sehen wir uns zu Hause. So, ich bin wieder zu Hause, Frühstück soweit ready. Hier ist das gute Stück, Rührei. Vitaminbombe in a big one. Knall ich mir jetzt rein und dann geht's weiter. Leute, es ist rechnerisch noch alles möglich. Und solange das der Fall ist, werden wir alles reinhauen. Und auch wenn die Meisterschaft entschieden ist, werden wir trotzdem weitermachen. Denn das sollte immer der eigene Anspruch sein. Schreibt es euch hier hinter. Immer Vollgas geben. Also ich lasse mir jetzt schmecken, dann geht's weiter. So Freunde, ab geht's. Nudeln sind fertig. Immer 3 Stunden vorm Spiel rein damit. Jetzt packe ich noch meine Sachen. Powerade, das hier auf jeden Fall nicht. Powerade, Red Bull, Energy Gel für die Halbzeit. Wirklich, Leute, Game Changer. Immer in der Halbzeit rein damit. Riegel brauche ich noch. Degel. Oder nee, ich nehme heute den hier. Nimm doch meinen Birthday Cake mit. Nimm doch meinen mit und guck, was passiert. Birthday Cake, auf deine Verantwortung. Ja. So, das kommt alles mit. Ah, die Soße auch, okay. Die Soße knall ich mir jetzt auf Nudeln. Und dann geht's ab. Dann wird kurz noch was besorgt für den Verein, fürs Spiel heute. Und dann sind wir bereit, oder nicht? Orakel wird im Auto. Das sehe ich auch so. So Leute, es geht los. Wamo, wir brauchen 3 Punkte. Ich habe es eben schon gesagt, egal wie die Ausgangslage ist, wir geben immer Gas. Im Fußball ist schon viel passiert und von daher müssen wir reinkloppen. Solange es rechnerisch alles möglich ist, Vollgas. Das ist das Ding. Wir gewinnen heute 3-1. Das ist mein Tipp. Was sagst du? Das ist Hannover, ne? Hannover. Wie habt ihr gegen die anfangs gespielt? 3-2. Letzte Minute gewonnen. Boah, dann 2-2 die ganze Zeit? Mhm. Mal gucken, wer da mitkommt. Was hast oder gesagt, runterkommt 3-1. Von den Profis. Die haben gestern gespielt. Du hast gerade 3-1 gesagt? 3-1 gewinnen wir. Ich sag 2-1 gewinnt ihr. 2-1 gewinnen wir. Würde ich nehmen. 3 Punkte, ganz, ganz wichtig. Wieder spielerisch eine Supermannschaft, starke Mannschaft. Nachwuchsleistungszentrum. Ihr wisst es, Leute. Ihr wisst es, müssen wir wieder reinknallen, dazwischen hauen, 2 Kämpfe gewinnen und dann kommt der Rest von alleine. Also Leute, wir fahren jetzt los und dann sehen wir uns im Stadion. Vamos! Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Wie bereit? Ja, den Busfahrer kenne ich auch noch von früher. Was ist das? Carsten heißt er. Willst du Carsten grüßen? Ich glaube, weiß nicht, ob er mich noch kennt. Ladies and gentlemen, it's match day. La caca. Let's go.
1-1 gewonnen, einen vorgelegt. Von daher bin ich zufrieden. Ich hätte einen machen müssen, aber egal. Wir haben gewonnen. Jetzt gucken wir. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und so machen wir weiter. Jetzt fahren wir nach Hannover und haben hoffentlich eine schöne Zeit. Also, wir sehen uns im Auto. Ich gehe schnell duschen. Yalla! Hey, mein Tipp ist gekommen. Hast du einen? 2-1, ne? Ja. Du bist unheimlich. Ich werde jetzt immer im Auto orakeln. Wir leben noch, Freunde, wir leben noch. Morgen spielt Oldenburg, mal gucken. Aber wir leben noch, wir haben unseren Job gemacht. Jetzt fahren wir noch nach Hamburg kurz in die Stadt. Was besorgen, denn unser Küken hat morgen Geburtstag. Und da müssen wir noch natürlich ein Geschenk kaufen. Ja, eigentlich haben wir ja schon ein Geschenk. Eigentlich haben wir eins, es ist aber nicht angekommen. Auf UPS ist Verlass, ihr kennt es. Ja, mal schauen, was wir da so finden. Und dann geht's weiter Richtung Heimat. Dann wird gegessen. Frau Peters macht lecker Essen. Ich bin sehr gespannt, habe auch Hunger. Was gibt's? Spargel, Hollandaise schmier ich mir überall ins Gesicht. Und ja, jetzt erstmal nach Hamburg mal gucken, ne? Vielleicht kann ich auch noch was abstauben. Ja, okay. Alles klar. Ruhe. So, Freunde, wir sind angekommen. Hamburg war gar nichts, weniger als gar nichts. Nichts mehr bekommen, aber kack drauf. Wir haben was bestellt, was ja nicht angekommen ist. Musste sich halt ein bisschen gedulden. Es ist halt so. So, Leute, das war's. Ich gehe jetzt rein zu Schwiegereltern. Werde mir den Magen voll knallen. Werde mir überall Hollandaise ins Gesicht schmieren und mir schmecken lassen. Das war's mit dem Video von heute. Ihr kennt das Spiel. Lasst gerne ein bisschen Support da. Ich küsse eure Herzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Wochenende in Delmhorst. Yalla.